Bei Twitter gibt es öffentliche Accounts, aber gibt es auch so etwas wie einen geschlossenen, privateren? Das gucken wir uns an. Auch bei Twitter haben wir möglicherweise das Bedürfnis, unsere Nachrichten nicht jedem zu zeigen, sondern nur den Menschen, die uns auch direkt folgen und wo wir, ähnlich wie bei Facebook oder anderen Netzwerken, erst eine Bestätigung des Lesenden geben möchten, also so etwas wie eine Kontaktanfragebestätigung. Gibt es sowas? Ja, selbstverständlich, das gibt es auch. Ich kann auf Twitter meinen Account bzw. meine Tweets, meine Beiträge schützen. Und so sieht das Ganze aus. Wenn ich bei Twitter aktiv bin, ist das meine normale Ansicht des Twitter-Bereiches auf einer Desktop-Ansicht. Wenn ich jetzt hier unter Mehr klicke, komme ich auch zu meinen Einstellungen und dem Datenschutz und hier in dem Bereich Datenschutz und Sicherheit. Wenn ich in diesem Bereich bin, hier oben, gibt es das, was es möglich macht, nämlich meinen Twitter-Account zu schützen, meine Tweets zu schützen. In dem Moment, wo ich diesen Haken hier setze, sind meine Beiträge innerhalb von Twitter nur noch meiner Verfolgerschaft, den Menschen, den Kontakten zugänglich, denen ich es auch ermögliche. Das heißt, Menschen, andere Kontakte schicken mir die Anfrage, ob sie meine Tweets sehen dürfen, und ich sage ja. In der Übersicht sieht das immer so aus. Dann, ja, wir sehen hier oben meinen Twitter-Account, den Kanal Thorsten Ising, und wir sehen hier unten drunter noch einen Kanal, und das ist der private. Den habe ich angelegt vor Ewigkeiten, um genau das mal zeigen zu können. Dort habe ich keine Follower und ich verfolge auch niemanden. Wenn wir uns diesen Account mal angucken, ist dieses Schlosssymbol da. Und dadurch, dass ich nicht folge, es gibt insgesamt 3 Tweets, aber ich kann sie nicht sehen. Man muss sie also dementsprechend freigeben. Also ganz einfach, die Privatsphäre-Einstellung auch bei Twitter nutzen zu können.